Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblinstone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Jo, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Goblinstone. Jo, ist jetzt eine Weile her bei mir, dass ich hier aufgenommen habe. Sind halt ein paar Sachen dazwischen gekommen, aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja immer noch unseren Ork-Freund retten. Beim letzten Mal hatten wir den Raiders Guide freigeschaltet, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und jetzt haben wir ein paar Raiders. Und natürlich auch ein paar Abilities. Die werden hoffentlich richtig gut sein. Wie zum Beispiel hier Sunstrike. Ist nur so ein Beispiel. Und vom Prinzip her können wir eigentlich in die Welt hinausziehen und versuchen, unsere gefallenen Kameraden zu rächen. Wir sind immer noch bei Old Woods und müssen unseren Ork-Freund jetzt retten. Es wird spaßig, das wird lustig und hoffentlich erfolgreich. Ach nö, da sind diese Skelette und Slimas, die mag ich überhaupt nicht. So, unser Trupp steht bereit. Das ist denn die Karte. Wir finden gleich auf jeden Fall einen neuen Goblin. Ich würde sagen, wir nehmen hier Tough Battle, je nachdem, was die Karte gleich da vorne sagt. Aber erstmal haben wir hier eine geheimnisvolle Mitmachsache. Was ist das? Eine alte Lampe. An old lamp. As the goblins wander on the path, they chance upon a filthy old lamp, half buried in the dirt, in the realms of menfolk. Such vessels are said to contain large blue muscular creatures. A belief that seems absurd to the goblins. Nonetheless, they can't help but wonder if there might be a glimmer of truth to the tales. Sollen wir dran reiben oder sollen wir es zerschmettern? Ich wäre dafür dran zu reiben, weil dann könnten wir stärker werden. As the goblins reached for the lamp, they dusted off with a few gentle brushes from their hands before proceeding to rub it rigorously. After a few long moments of silent anticipation, they eventually abandoned their efforts. Feeling foolish for entertaining such tales, the goblins walk away with a tinge of embarrassment about the whole endeavor. Ja, muss nicht immer eine Genie-Wunderlampe sein? Meine Goblin-Freunde! Okay, was haben wir hier? Er hat auf jeden Fall gar keine neue Fähigkeit, soweit ich das sehe. Guck mal, sie haben beide Ruthless. Ich würde den Guard nehmen, weil von dem Mansern habe ich so viele. Ich schicke ihn aber nach Hause. Hätte ich einen angeschlagenen Goblin, dann hätte ich ausgetauscht. So, warte, was sagt die Karte ab hier? Ein bisschen was zum Sammeln wäre nicht schlecht. Würde ich mehr feiern als die Kiste. Da nehme ich den harten Kampf in Kauf. Oh nee, es ist ein Zombie. Erstmal gönnen. Nature's bounty picked clean. Bitte nicht den Schädel. Ach nö, der Schädel, der war richtig schlimm beim letzten Mal. Hey du, ich zeige dir den Finger. Ja? Das ist gut.
Oder den Schädel langsam zu machen, finde ich gut. Aua. Ihm habe ich erfolgreich den Finger gezeigt. Okay, probieren wir mal Sudden Strike aus. War kein Crit, schade. Habe ich momentan überhaupt irgendwas, um Bleeding auszulösen? Also, Wacky Wacky will ich auf ihn hier machen, weil ich will den Schädel so schnell wie möglich loswerden. Die Schädel sind richtig schlimm. Der hatte mir letztes Mal übelst viele Debuffs gegeben. So, dich dann. Aua. Ihr müffelt. Warte mal, die sind doch. Das sind Zombies. Wie sollen die bluten? Ach komm, ich versuch's trotzdem. Ja, sind Zombies. Das Spiel arbeitet mit Logik. Finger ich dir zeigen. Finger der Macht. Aua. Ich mach mal das hier. Dann mache ich den Healing Shunt. Steinchen. Dieses Power-Up von denen gefällt mir nicht. Ich bashe jetzt mal. Komm, Crit! Ja! Mit einem Crit kriege ich nämlich Haste drauf und dann bin ich schneller. Das heißt, den Dagger kann ich hier vergessen. Ich würde sagen, ihn stun ich. Ah, klappt bei ihm nicht. Mach euch langsam. Ah, einer hat resistet. Aua. Oh gut, dass der gerade nicht angegriffen hat. Der funktioniert auch bei Slow, ne? Ja. Kann ich ihn hier definitiv vernichten. Sind wir einen schon mal los. Für unseren gefallenen Brüder, fertig. Er hatte Ambitionen. Er hatte Träume und die habt ihr vernichtet. Vielen, definitiv vielen. Nochmal hier. Komm. Ach, schade. Aua. Dass die sich halt buffen können, ist nicht gerade nett. Ja, und wie das eine Antwort verdient.
Ich mache damit auf jeden Fall mehr Schaden. Komm, bitte! Ah, schade, kein Crit. Ich shove ihn einfach. Das ist, doof. Oh, ein Crit. Mit dem Dagger. Na, konnten die halt nicht blieben lassen. Über unser Freund im Frieden ruhen. Oh, Erz. Obwohl Holz ja eigentlich meistens mein größtes Problem ist. Oh, hey. Materialien sind Materialien. Man beschwert sich nicht. A decent harvest. So doof, wir haben jetzt keinen Verteidiger. Also den Battle da oben gehen wir auf jeden Fall aus dem Weg. Da haben wir zwei Battles vor uns. Hier haben wir auch zwei vor uns. Verdammte Axt. Ich überlege gerade. Ich glaube, unten lang gehen ist trotz allem die bessere Entscheidung. Das ist Mivi. Evident craftsmanship. Forged on you. Ja, schade. How unfortunate. So, unten lang wollten wir. Haben wir auch einen weniger harten Kampf vor uns. Ja, nimmt man mal. Poison. Das ist meine Antwort. A vital blow. Im Schock kann ich ihn. Ach, kann ich ihn auch nicht mit umbringen. Komm. Ach, schade, kein Crit. Wacky, wacky, auf den da. Powerful start. Steinchen. Waki waka. Zwei schon mal weg. Aua. Nochmal Poison. Oh, nochmal drück den Heal. Shoppen weg. Das war ein Insta-Kill. Stein! Und ein Crit. Den Heilungen haben wir ein bisschen Plus gemacht. Fürs Media haben wir nicht wirklich viel Gold. Ich würde zum Shop gehen und hoffen, dass ich ein bisschen Material kaufen kann. Hallo, mein Freund. There is much of use here. Das hier kannst du auf jeden Fall haben.
Die Materialien kannst du mir alle abdrücken. So, Materialien, die brauche ich. Steine habe ich ja mehr als genug gerade bekommen. Ansonsten brauche ich nichts von dir. Wohl kann ich noch irgendwas für 50 kaufen? Kann ich was für 100 kaufen, meinte ich? Crit plus 50%. Das sollte ich auf jeden Fall draufpacken. Bei ihm hier am besten. Dann kann der besser diesen Crit-Hit machen. Och, nee, nicht schon wieder Zombies. Die muss man halt fertig machen, bevor die sich aufwerten. Werdet mal langsamer. Ach nee. Der ist schon mal gut angeschlagen. Nein. Au. Prudence dictates caution. Almost grievous. Ich sage die Dinger. A devastating loss. Also vor allem diese Zombies. Boah, hört auf, euch zu boosten. Shame. I was fond of that one. Weg mit dem. Encouraging progression. So, noch ein weg. Zombies sind so mega stark. Der Crit war gut. Wir sind nur noch zwei. Sehr gut möglich, dass wir den Kampf verlieren. Diese Zombies sind aber auch abnormal heftig. Keine Chance. Der Magier schafft das doch nie und nimmer alleine. Nee, der schafft das nicht allein. This injury deserves an answer. They can carry no more. But from every mistake and failure, wisdom is gleaned. Wir haben zum ersten Mal verkackt. Haben dadurch nichts mitgenommen. Zumindest kriegen wir unsere Waffen zurück. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Aber ich habe ein paar Seelen wieder.
keep the wicked at bay. Das hier gönnen. Ich würde sagen, Dash anstatt eine Solge. Das läuft ja alle. Vor allen Dingen, wenn ich vorher Stigihudo mache, dann kriegen dann ein paar noch mal ein bisschen mehr Schaden. Er ist jetzt ein bisschen doof, ne? Wir müssen ein neues Team zusammenstellen. Haben leider nämlich ein paar verloren gerade. Hier haben wir einen neuen Guard, der in die Base will. Ist direkt akzeptiert. Den können wir auch mal reinlassen. So. Momentan können wir hier nicht sonderlich viel jetzt machen. Da müssen wir es beim nächsten Mal nochmal versuchen. Muss halt versuchen zu verhindern, dass ich zwei harte Kämpfe vor mir habe. Diese Zombies, die sind einfach so mega stark. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle trotzdem Spaß beim Zusehen hattet. Mögen unsere gefallenen Kameraden in Frieden ruhen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.